Halt, stopp, einen Moment, wir können noch nicht anfangen. Hallo Leute, Anachron aus der Zukunft hier. Wir werden in der heutigen Folge die Zensur ein wenig schleifen lassen müssen. Denn das Design des nun folgenden Monsters lässt mir da wenig editierbaren spielerischen Freiraum. Ich hätte jetzt die Wahl gehabt, entweder das komplette Bild mit schwarzen Balken zu überpinseln oder irgendeinen Ersatz zusammenzuschustern, der dann zum Beispiel ungefähr so aussehen würde. Aber ich denke, das würde die Atmosphäre dieser Folge zerstören. Vor allem, weil man dann jenes Monster praktisch gar nicht mehr zu Gesicht bekäme. Deswegen bitte ich um eure Diskretion. Vielen Dank und viel Spaß noch. Okay, bist du bereit? Alter, verweil. Boah, das ist ja voll. Boah, sind ja voll die Multitits, ey. Da, ich muss mal zählen, wie viele Brüste haben wir jetzt hier? Da unten rechts sind ja auch noch vier dicke. Nee, fünf, sechs. Okay, zähl mal bitte. Du, ey, das ist voll das gute Quiz, ja. Ich meine, du machst ja alles, du machst ja überall Balken drüber, oder? Ich glaube, das wird hier ein richtiges Balken-Inferno werden. Er kann ja alles schwarz machen, ja? Es sind ja überall Nippel. Okay, warte, ich muss jetzt erstmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also ich zähle 18. Das sollen Fliegen darstellen. Fliegen? Ja, guck dir ihren. Stimmt, das sieht man. Stimmt, wenn man auf die Köpfe rauf. Ja, und auch die Flügel. Ja, okay, jetzt wo du es sagst. Ja. Aber das erkennt man eher am ehesten, finde ich, an der Kopfbedeckung. Es ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich es erklären soll, aber die riesigen Brüste, die da aneinandergereiht sind, sind sozusagen. Nicht ihr verlängerter Rücken sozusagen, der hinten rausguckt. Das sind die Unterseite von diesen. Müsst ihr beim Käfer vorstellen, wie bei einem. Bei so einem Mistkäfer, der hat ja oben den Körperteil und unten hängen die Beine dran. Also, das ist der Körperteil und an der Unterseite sind Brüste. Frag mich nicht! Also ganz ehrlich, also als sie diesen Boss hier designt haben, müssen die Typen doch echt chronisch untervögelt gewesen sein, oder? Das und genauso betrunken wie wir, wenigstens. Wahrscheinlich die Kombination aus beidem, genau. Yep. Oh Mann. Three powerful looking monsters are waiting on the other side. They almost look like flies. Wenn man von den ganzen Brüsten hier mal absieht, ja. A ist die vordere, B müsste die links hinten sein, die etwas fröhlich guckendere, und C ist die hinten rechts. Ich glaube, lass mir am besten B, weil ich glaube, C redet nicht sehr viel. Also welche, die rote ist A, B oder C? Die Anführerin ist A in der Mitte hier vorne. Okay, und die rote ist B und die grüne, blaue ist C. Ja, genau, müsste sein. Okay, also du bist die B, ja? Ja, ich versuch's mal. Mal gucken, ich weiß nicht mehr, wie viel die reden, aber ich glaube, C war eine ruhige. Die hat nicht viel gesagt. Okay. Oh, you're the little soldier that pirate brought. You seem quite delicate for a hero. But he's awfully cute. That face just makes him want to tease him. In the end, humans are only tools for us to use to lay eggs. Their only worth lies in the semen we can wring out. Who the heck are you? These three feel very different from the monsters I faced so far. I'm getting the same strange feeling as I did from that mutated monster in the Forest of Spirits. Von der. Oh Gott, wie hieß das Ding nochmal? Chimera. A type of monster that seems almost completely removed from modern day monsters. The Queen of Flies. Eh? Prost! Ich hab noch ein bisschen was. Hau rein. There was a giant island in this area 1000 years ago. A race of fly type monsters lived there, known for being both incredibly powerful and incredibly evil. Thus, Eliphes the First subdued them and sealed their queen in a box. The Calamity Box, you mean? The legend of how it must never be opened seems to have turned it into some sort of legendary treasure to be found. The sealed Queen of the Flies. Weiß ich, wie man es ausspricht, sag mal, wie würdest du es aussprechen? Mach einfach Beelzebub. Beelzebub, der Name, der taucht in so vielen Spielen auf, ich. Beelzebub, okay. The three standing right in front of us. You seem to be a blood relative of the Monster Lord.
How amusing! It seems like our time of revenge has come at last. So, all three of them together are the Queen of Flies? Alice, step back. What are you talking about? Do you think these three would be any trouble for me to deal with? But you're still shivering like crazy. Oh my, how cute! Look at her, shrinking in fear just from the sight of us. It seems as though the current Monster Lord is quite a coward. It seems like taking control of the outside world will be far easier than we thought. You're wrong! Alice isn't afraid of you! Anyway, Alice, I'll fight them. Got it. I'll leave this to you. Alice vanishes after saying that. I turn back towards the three monsters. All three of them look back at me and smile. Das wird ein harter Kampf. Wenn die mal irgendwo BHs kaufen gehen, ist glaube ich auch nicht so einfach. Aber wahrscheinlich tragen die sowas gar nicht erst. Ja, und dann wäre der Hersteller reich. Ah, wohl wahr. I take back my previous words. You seem to be quite powerful. That pirate girl... Also... That pirate girl gave us quite the present. A powerful boy like this will let us create a strong army of flies. Come here and make children with us, boy. Auch das noch. Our army of daughters will take over the world. We make this world into a paradise for flies. All we require is your semen. Not a chance. Oh my, how brave. We have to teach this boy that his only use lies in being a tool for reproduction. Interessante Einstellung. Sehr interessant. Na gut, ich gehe wieder die übliche Route. Ich denke nicht, dass die... Die werden sehr viele Lebenspunkte haben. Da werde ich mit Andi nirgendwo hinkommen, denke ich mal. Fängst du mit Gnome oder mit Sylph an? Na, Gnome. Die haben einen Haltegriff drauf, das weiß ich noch. Ich glaube, diesen Kampf hier kann man sehr schlecht vergessen. Okay, du machst mir Angst. Naja, auch wegen ihnen, ne? Ich meine. Aber wo du eben gesagt hast, noch mit in Bezug auf Beelzebub, weil es ja noch eine Einnahme entweder des Teufels oder zumindest eines gefallenen Engels, eins von beiden war, ist ja auch so ein bisschen Interpretation mit, dass hier, okay, jetzt greift mich B gerade an, ist ja auch so eine Interpretation mit dem Teufel und mit Fliegen im Endeffekt, dass deswegen der Name daherkommt für diese drei hier. Passt auch relativ gut, wenn man bedenkt, dass ja, die wollen nicht Luca einfach mal so kurz entführen oder einfach mal so kurz fressen, die wollen die Welt übernehmen. Das macht ihn nicht gerade ungefährlicher, ne? Ja. Okay, du hattest recht, die haben wahnsinnig viel Energie. Krass. Ja, ich glaube, der Kampf wird früher entschieden, als wir sie besiegen. Also durch, ich glaube, Alice hilft uns nachher, jetzt ohne spoilern zu wollen. Tut mir leid, Leute. Aber ihr seht ja, wie es gerade läuft von... Oh Gott, jetzt will sie mich schon wieder einfangen, oder? Nee, diesmal... Oh nein, ich bin in einer Trance. Oh, Scheibenkleister. Ich musste mich gerade einmal strugglen und das hat aber beim ersten Mal funktioniert. Ah, nee, doch nicht. Gar nicht. Okay, das ist gerade ziemlich bescheuert. Obwohl die ziemlich viele Chancen vergeben. Ich bin gerade in der Trance, kann nicht angreifen, aber sie benutzen nur reguläre Angriffe statt einem Haltegriff. Also die hätten mich jetzt gerade schon Game Over setzen können, wenn sie wollten. Es ist ziemlich merkwürdig, aber gut, ich werde jetzt die Chance sicherlich nicht zum Teufel schreiben. Ja. Gut, ausgewichen, sehr gut. Uiuiui. Verschwindet? Also woran erkennt man jetzt den ersten Zwischenstand? Verschwindet dann eine, oder? Kann gut sein, ja. Es könnte sein, dass dann C verschwindet, aber ich bin mir nicht sicher. Wir müssen es einfach nur durchhalten, wie es aussieht. Die labern immer so viel. Ich habe Angst, dass es eigentlich schon weitergeht. Ich das so gar nicht mitbekomme. Ich auch. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal gucke, was für, wie die Fähigkeiten heißen von ihr. Jetzt greift sie mich gerade mit so einem Multi-Angriff an, der Schwarzer Sabbat heißt zum Beispiel. Da hast du wieder den tollen Namen von den Fähigkeiten. Im Vergleich zu Hellish Penis Washing. Also heute hat Lukas aber mit mir mit kritischen Angriffen. Das weiß schon wieder einer. Also ich bin mit Sylph gerade, Gott sei Dank, irgendeinem Angriff ausgewichen. Also Sylph scheint hier durchaus ihre Daseinsberechtigung zu haben. Ja, das Glück habe ich anscheinend nicht so sehr. Also ich werde jetzt nicht von super gefährlichen Angriffen getroffen, die mich instant schachmatt setzen, aber dafür von allem anderen.
Dafür krieg ich aber keine Critical Hits im Gegensatz zu dir. Jetzt habe ich gerade dreimal nacheinander ausgewichen, als sie mich normal angreifen wollten. Das war nicht schlecht. Oh, die haben gerade ihre Position verändert bei mir. Ist das normal? Ja. Die okay. anderen beiden greifen dich auch an. Also die rotieren praktisch, wenn sie nacheinander angreifen. Ist auch ziemlich cool. Ich meine, das müssten die Entwickler ja nicht machen, ne? Ja. Alles optional. Ich mag die trotzdem nicht. Zum Glück. Ich meine, wer das hier mag, wie hast du es eben beschrieben, untervögelt? Stimme ich zu. Böse Entwickler, ganz böse. Böse Entwickler. Sollen sich meine Frau suchen, jetzt müssen wir als Spieler leiden. Ja. Wir leiden unter eurer Untervögeltheit. Ja, genau das. So, die nächste Runde Gnome und Sylph. Mal gucken. So, ich bin jetzt mal wieder so mutig und heil mich mal nicht. Oh Gott. Das ist immer so die Entscheidung zwischen Leben und Tod, ne? Bei dir so. Öfter, ja. So, die A, die sagt jetzt, how could I? Ist das ein Zeichen für, ich soll warten? Ui, ich wusste gar nicht, dass C einen auch einfangen kann. Das ist neu für mich. Oder konnte ich mich zumindest nicht dran erinnern. Wie viel HP haben sie bei dir noch? Also 3/4 sind noch da. Dann warte noch mal einen Moment. Also ich bin jetzt gerade, ich glaube, okay. 1/5 runter. Ja, also mach ganz in Ruhe. Ich bin ja sowieso immer mit Kopf durch die Wand und manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Hm. Eigentlich will ich gar nicht mein Bier weiter trinken, aber das ist so die Macht der Gewohnheit immer. So, und dann am Ende bereue ich es wieder, weil ich die einfachsten Sachen nicht richtig vorlesen kann, ja. Da sind wir ja schon zu zweit. Ich bin ja schon seit Anfang der Aufnahme komplett daneben. Na komm schon, es muss doch mal was passieren hier. Wen findest du am hübschesten von den dreien? Also, so, insofern man die denn hübsch finden kann. C. Ich finde auch C am besten. Das ist die mit den grünen Haaren, ne? Ja. Oder Türkis oder... Ja. Ja. Ich weiß, es liegt auch ein bisschen an der Färbung, aber keine Ahnung. Ich bin... nicht so Fan von diesen riesigen Brüsten bei B und rote Fliege ist mir irgendwie noch merkwürdiger. Aber die rote, die hat viel größere Möpse. Das meine ich ja. Bin ich nicht so Fan von im Vergleich zu C. Das stimmt. Ja, ich finde auch bei C ist das Gesamtbild am stimmigsten. Ja, die Beschreibung trifft sehr gut. So, warte mal. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Skillpunkte ich habe. Jetzt muss ich nochmal angreifen. Okay, einen kann ich noch sammeln, passt. Ich will nicht zu viele Skillpunkte sammeln, sonst wäre es Verschwendung. So, einmal heilen. Gleich laufen meine Geister wieder aus, so wie ich mich kenne. Scheiße, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich glaube, ich hatte wahnsinniges Glück. Bei mir ist ein Geist nämlich schon weg. Das ist das grüne Icon, das hellgrüne. Das Sylph. Das ist Sylph, okay. So, jetzt. Oh Mist. Jetzt müsste es aber langsam mal sein. Also mehr als 3/4 geht langsam nicht mehr. Oh! Mädels! Bitte könnt ihr nicht rechnen, das müsste 3/4 sein. Ansonsten klick mal eins weiter und guck, was bei dir steht danach. Ich mach jetzt mal... In der Fliegenschule lernt man nur summen und singen oder so. Ah, okay. Sehr interessante Thesen, Negoja. Möchtest du das weiterhören? Nee, ich war noch nie auf einer Fliegenschule, aber wenn ich mir die so angucke, das, oh, viel mehr wird da nicht bei rumgekommen sein. Das ist wie eine Baumschule, nur für Fliegen. Ha. Genau. Ich mache jetzt mal einen Earth Rumbling und müsste den damit in den nächsten Bereich reintreiben, denke ich mal. Also ich weiß ja nicht, ob diese Dialogoption immer kommt, ne? Aber die Beelzebub A, die sagt, how ja, could I? Da bin ich jetzt auch, passt. Ja? Ja. Okay. How could I? I thought you was weak, but... Oh, okay. Oh, oh, noch mehr Brüste. Oh mein Gott, eigentlich müsste man jetzt nochmal durchzählen und wird auf einen neuen Rekord kommen. Ich glaube, du müsstest die Durchschnittszahl von den dreien erstmal ermitteln, um das... ja. Aber bei ihr siehst du es jetzt besser, was ich eben meinte, ne? Mit diesem verlängerten Körper, der da hinten rausguckt, wo unten die Brüste dranhängen bei dem roten. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber... Also schön ist anders. Beelzebub A is sealed in the shape of a fly. Okay. Her carelessness got her sealed. Warte mal, dann ist B doch nicht die lilane gewesen. Wieso? Na, weil B ist doch jetzt... Ne, B ist die rote. Oder zumindest habe ich gerade die rote vorgelesen, dachte ich mir. Ach, ich dachte A wäre die rote. A war die lilane, A war die Anführerin, die gerade verschwunden ist. Ach, stimmt. Ups. It doesn't look like he's quietly become a reproductive slave. We have no choice. We were originally trying to keep you alive, but... Power begins to radiate off of the Beelzebubs.
It doesn't look like they were fighting seriously until now. Gah! But power! As I take a step back and shield my face. Sheesh. How long are you planning on playing with them? Alice? Alice suddenly moves next to me. Standing by my side, she faces towards the Beelzebubs. Are you planning on fighting? I thought you said you were never going to assist me. Elephi is the first to seal these monsters herself. It's the role of the current Monster Lord to keep them sealed. So I'll fight, as fällt ihr früh ein. But don't forget that it's your role to fight monsters too, Luca. Got it! The duties of the first Monster Lord still fall upon the one today. I'm almost the one intruding on the fight here as someone uninvolved. Gut. Big words coming from someone who has just cowering in a corner. The current Monster Lord seems to be a failure. She will be no match for us. The power of the... okay, mein Erdgeist ist gerade weg, wollte ich auch vorlesen. Aber wir sind beide jetzt weg. Hehe. Super. Also da würde ich Gnome auf jeden Fall wiederholen, weil wenn... Ich habe keine Dingspunkte mehr. Ich glaube, ich bin sowas von tot. Und bei mir greift jetzt Alice auch mal den Kampf ein. Mal gucken, was sie macht. Monster Lords Cruelty. Bei mir auch gerade. Wie viel... Wow. Nett. Ja. Okay. Ich wollte gerade noch dazu sagen, so schwer wie dieser Kampf bis jetzt war, hätten wir den aber sogar alleine gewinnen können, hätte ich gesagt. Es wäre nur die Frage gewesen, ob wir irgendwann nicht genug Punkte gehabt hätten, um uns gegenzuheilen gegen die Masse an Schaden, die die Monster da verursachen. Aber jetzt, wo eine weg ist im Endeffekt, dürfte es leicht genug sein für uns. Da hatten wir schon schwerere Riesenbosskämpfe zusammengefasst, denke ich mal. Ja, das sind auch, die gehören mit zu den wenigen Monstern, die auch keinen Respekt vor Alice haben. Irgendwas Komisches passiert hier auf meinem Bildschirm. Alice verbrennt sie. Bei mir hat sie eher gerade eingefroren und eine ist jetzt tot. Ja, bei mir auch. Das ging schnell. Und die C lebt noch, ne? Ja, ich habe den Text schon weggeklickt von B, entschuldige. Okay, achso, aber C können wir noch machen, ne? Ja. No, how is that covering fool so powerful? Aren't you the one cowering, you idiot? You're next. You'll meet your friend in hell in a moment. Geil, ich mag's immer, wenn Alice klare Ansagen macht. Stirb! Das ist auch so ein bisschen Therapie für sie, ne? Weil sie gerade voll ihre Angst überwindet. Plus minus. Meinst du nicht? Ich glaube, es ist ein anderer Grund. Okay. Die C hat gerade nur einen einzigen Angriff gegen mich rausgebracht. Also die ist jetzt in die Ecke gedrängt von uns. Und jetzt macht sie auch Frosteffekt bei mir, die Alice. Sie hat bei mir zweimal den Frosteffekt gemacht. Toll, jetzt habe ich den anderen gar nicht gesehen. So eine Art Feuerblüte von der Mitte des Bildschirms aus. Da sieht der Frosteffekt sogar besser aus, finde ich. Oh. Alice haut sie mitten ins Gesicht und tot ist sie bei mir. Oh, jetzt sehe ich nochmal die Feuerattacke. Aber die Eisattacke hat mir besser gefallen. Ja, finde ich auch. Okay. This is the Monster Lord's power. Beelzebub, sie was killed. Nicht mal versiegelt, sondern alle sind jetzt tot. Das können wir nicht so lassen, dieses Böse. Defeated für 70.000. Stattliche Summe, aber gerechtfertigt. Also einfach war das nicht, vor allen Dingen der Anfang nicht. Die Level-Ups fliegen hier gerade nur so. Nee, es hat da wahrscheinlich einen anderen Grund, warum Alice am Anfang so verängstigt war. Phew. It's over. Without Alice's help, that would have been difficult. I have to thank her. The legendary monsters that were sealed in ancient times. It's true they were strong, but they weren't nearly as powerful as the four heavenly knights. Their true horror lies in their reproductive ability. If they multiply to 10,000 or 1,000,000 strong, they could easily overwhelm the world. That would be bad. Having a million of those flying around would send the world into chaos. It looks like Captain Celine's seal really was protecting the world from calamity. But I can't forget about the real reason I came here. I have to find where Celine left the purple orb. This is a captain's cabin, right? She said that Captain Celine always kept the orb close to her. As I look around the room some, I find the purple orb on a shelf.
This is it. I pick up the beautiful sphere. Da haben wir ihn. Ich will das sehen. Er soll es in die Kamera halten. Ja, stimmt schon. Aber wahrscheinlich wäre es ja nur so eine Kugel, die unterschiedlich farblich aussehen, die 6 Stück. Alright, I got what I came for. The Beelzebubs are gone now, too. They won't be able to harm the world now. It looks like Alice finished the job the first Monster Lord started. The two of us leave Celine's ship.